dumm Fehler, habe ich mein Sechste nochmal geladen, habe ich dann ganz in drei Schattenflöcke nochmal besiegen müssen und ich habe rausgefunden, wo wir hingehen müssen. Wir müssen zum Schiff. Da, wieso kam ich nicht auf, selbst auf die Idee, auf das Schiff zu gehen? Okay. Da ist ein Schattenfleck. Ich habe bisher drei besiegt, aber wo sind die anderen? So keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Was? Was ist auch hier? Das wusste ich nicht. Ich habe noch eins gehört. Weiter geht's. Irgendwann hau ich die irgendwo. Irgendwann hau ich die. Irgendwann kommt die Zeit, wo ich die mal einfach haue und sage, ist eure Schuld. Warum nervt ihr mich dann? So, weg. Mal ganz oben ist auch noch einer. Sie gehst nicht nach ganz oben, Digga. Okay. Ist klar. Wie viele gibt es so von euch, ihre... Oh, ich hasse euch so sehr. Die Mission ist kacke. Okay, wir haben das mindestens geschafft. Noch Schattenflecke, wenn man so nach über so. Okay. Hier nicht. Da gibt es nur einen Ort, den ich so bedenken würde, wo einer sein könnte. In der Kajüte hier. Okay, nicht bei der hier dann. Bei der hier. Oh, ein Blasenbell, irgendwas. Wenn, ach, wieso wächst du es immer dein Ziel? Wieso unbedingt diesen Schattenfleck töten oder was ist los mit dir? Und er starb. Okay, ich glaube, ich habe alle jetzt Schattenflecke gefunden. Okay, wenn du unbedingt das töten willst, hier. Deine Lust kannst du jetzt befriedigen. Wieso heilst du dich? Ich habe den nur noch angegriffen. Frag mich nicht, wieso ich das gemacht habe. Die haben mich einfach genervt. Alles geholt? Ja, ich habe alles. Jetzt einfach mal stumpf rausgehen. Und zum Loch. Ja, Maus weg. Okay, jetzt zeig's mal, was zu sagen. Bist du sicher, dass wir bei Shion und Roxas die richtigen Maßnahmen ergriffen haben? Ich muss zugeben, Shion weicht von unseren ursprünglichen Plänen ab. Aber ihren
Berechenbarkeit hat auch keinen interessanten Nebeneffekt. Ach ja? Wir wollten den Schlüssel. Shions Nähe zu Roxas gab ihr Macht darüber, genau wie wir gehofft hatten. Wenn das alles gewesen wäre, hätten wir einen großen Erfolg gefeiert. Aber dann begann Zora sich durch Roxas zu formen und verlieh ihr ein eigenes Bewusstsein. Ich war bereit, das gesamte Projekt abzubrechen. Dann erkannte ich, dass Shion Zoras Erinnerung gefangen hielt, weil sie glaubt, es wären ihre eigenen. Wenn sie in Roxas Nähe bleibt, wird Zora nie erwachen. Ich verstehe, und was hat das mit den schwarzen Hochstapler zu tun? Ihn von Roxas Fan zu halten, aber er ist gut wie Shion. Das perfekte Mittel, um ihre Identität zu zementieren. Dann sind wir jetzt wieder auf Kurs. Yay! Ich sag dazu noch Nummer 2. Wartet. Okay, weiter geht's. Rico, was soll ich tun? Jetzt kommt, glaube ich, Cutscene. Ich weiß auch, welche Cutscene jetzt kommt. Müsste jetzt ankommen. Nein, schade. Ich hätte gern jetzt eine gesehen. Wie viel habe ich eigentlich davon? Okay. Tag 300. Abschluss. Arbeiten. Okay, heute bin ich mal ganz alleine. Nein. Nur mit Sykes und dem Mugri hier. Der Mugri lässt mich nie in den Stich. Berichte. Roxas Tagebuch. Und Sam, das hat mir erzählt, dass Zora die Verbindung zwischen Shion und mir sei. Wer soll das sein? Das wirst du noch bald herausfinden. Ich habe 10 Felder frei. Und die benutze ich nicht mal. Kann ich ein neues Schlüsselschwert holen? Kann ja sein. Nein, die anderen sind sowieso schwächer, also. Okay. Brich aus, sobald du bereit bist. Ich habe keine Nebenmission jetzt. Besiege den Phantomschwanz. Im Niemand ist ein Phantomschwanz aufgehört. Erfinde und besiege ihn. Phantomschwanz sind nicht durch Kopf verwundbar, da sie dich wegteleportieren, wenn man versucht, sie dort zu treffen. Okay. Ich hoffe, die hört ihr nicht. Boah, halt ihr die Fressen da hinten. Manchmal verstehe ich nicht, warum die so laut reden müssen. Das ist das Schiff. Es gibt eine normale Lautstärke zum Reden, aber nein, ihr müsst so laut reden. Und da sind diese Kerle. Habe ich dir endlich die Pflege gestutzt, was man also weiß? Das ist dafür, dass du ständig in meinen Angelegenheiten einmischst. Ich dachte es mal, Peter. Du wolltest wohl meine Schatzjagd sabotieren. Tja, Planänderung. Smi, wir kehren zum Schiff zurück. Bin direkt hinter Ihnen, Captain. Sieh an, Fräulein Naseweiß, jetzt sei eine gute kleine Fee, okay? Irgendwie sieht das pervers aus. Er kann sie überall anfassen. Nein, Gautam, lass es. Es ist nicht gut, Naseweiß. Es ist nicht gut, darüber zu reden. Heißt sie so? Sie haben sie erwischt? Ich muss ihr helfen. Aber nein, sie hat eigentlich nichts mit der Mission zu tun. Nach der Mission vielleicht? Na und ich gehe. Sie hat mir immerhin geholfen zu fliegen. Und ich habe sie verjagt. Ich kann mich um die Mission kümmern, wenn sie in Sicherheit ist. Wenn du mal... Okay, so sieht der Phantomschwanz aus, als geht keine Schatztruhen. Gibt es Abzeichen hier? Ich weiß es nicht, sehen wir mal.
kann ich nicht fliegen. Okay. Zum Klaubauter mit dieser nutzlosen Karte. Aber Captain, sind Sie sicher, dass Sie sie zerrissen wollen? Zerreißen wollen? Wir haben sie doch schon überprüft. Sie ist wertlos. Wenn Sie das sagen, Kurs setzen, Herr Smee, ab zum nächsten Schatz. Ah ja, ihr Captain. Klingt, als wären Sie drin. Ja, da musst du mal reingehen. Aber meinen Sie wirklich, dass es den Ärger wert ist? Wir haben schon jede Menge gegraben und bis jetzt nichts als Schrott und Herzlose gefunden. Schluss jetzt mit dem Gejammer. Verstehst du nicht, Smee? Warum gibt es wohl so viele Karten? Derjenige, der den Schatz vergraben will, will uns in die Irre führen, damit wir den richtigen Schatz nicht finden. Das war ja Carlo, glaube ich. Oh, dann ist eine der Karten also echt, oder? Ei, und welche ist es, finden wir nur raus, wenn wir sie der Reihe nach abklappern. Diese Herzlosen müssen als Wachhunde an den markierten Stellen platziert worden sein. Tja, Captain Hook, legt keiner rein. Der Schatz ist mein! Und jetzt beweg dich, Smee. Ei, ei, Captain. Immer mal diese dunkle Aura um sich. Wo war jetzt Rox? Oh, was ist mit Naseweiß? Jetzt zeigen wir ihr neues Zuhause, diese Lampe. Bitte lächeln, Herr Smee. Hä? Okay, die Küste ist frei. Die Küste ist frei? Hab ich gerade richtig gelesen? Na, ist sie ja. Warte einen Moment, ich hol dich da raus. Didin. Schön, dass du wohl auf bist. Du kommst allein klar, oder? Ich muss jetzt weiter. Mhm. Ist noch was? Was gibt's denn noch? Hä? Was zeigt sie denn? Das muss ein Teil dieser Karte sein, von der sie gesprochen haben. Was für eine Karte? Ich sehe keine Karte. Habe ich irgendwas mit den Augen oder sieht die auch irgendwie Leute irgendwie eine Karte da vorne? Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Bitte Google-Übersetzer benutzen. Ist der Emulator Schrott oder sehe ich da irgendwie keine Karte? Ist kein Punkt markiert? Überall, wo sie gerade waren Herzlose. Und sie haben anhand dieser Karte gegraben? Vielleicht bin ich noch mehr Herzlose, wenn ich an diesen Punkt nach... Hey, kannst du mir nochmal fliegen helfen? Hey, ich habe keinen Plan, wo die Karte... Wo ist deine Karte? Er hat auf den Tisch geguckt. Ist er irgendwie auf Drogen oder so? Ich muss jetzt wieder auf meine Mission denken. Pass auf, dass du dich auf die Kelle nicht wieder erwischen willst, okay? Ja. Ich glaube, er ist auf Drogen, hallo? Er sieht Karten, die ich nicht sehen kann. Okay. Er ist 100% auf Drogen. Das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt im Kopf habe. So schlimm auf Drogen, der Kerl hier. Sammelt er die etwa? Hast du gerade das einfach untersucht oder wolltest du das einfach machen? Was ist mit diesem... Okay. Vitril gefunden. Hey, noch ein Schatzkartenteil. Okay. Bin jetzt ein bisschen durcheinander. Ziemlich durcheinander, was ich jetzt machen soll, weil mein Protagonist hier auf Drogen ist und irgendwie Karten sehen kann, die ich nicht sehen kann.
ist ein Fleck. Jemand muss etwas vergessen haben. Ist sehr schön. Das ist eine Karte. Hey, noch ein Schatzkartenteil. Hier kann kein Schatzkartenteil sein, oder? Es wäre irgendwie unwahrscheinlich, dass hier welche sein können. Dann müsste extra hier hoch. Okay, ein Abzeichen findet man hier. Was wolltest du untersuchen denn? Hat noch jemand die... Das sind lauter Kerben, okay. Ich hätte gern diesen Punkt einfach nicht berührt, aber naja. Okay, da habe ich wohl alles erledigt hier. Dann gehe ich einfach mal raus. Okay, jetzt kann ich erkennen, wo ich hingehen soll. Aber ist er auch wirklich auf Drogen oder? Protagonist ist auf Drogen. Das ist nicht gut. Ach, du heilige Scheiße, Mann. Okay. Von diesen Gegnern. Ich hasse allgemein Flugmonster. Komm, fick ihn. Ich glaube, das ist der Auftakt zum Endboss hier. Also in diesem Dungeon. In Immerland. Silber. Komm, greif mich noch einmal an, dann werdet ihr sehen, was passiert.
bitte. Ich hasse dich. Leute, ihr müsst das selbst mal spielen, dann werdet ihr denken, ach, fickt euch doch. Leuchtkristall. Was ist das? So, okay. Da muss da oben der Boss sein. Das ist einer dieser Holztruhen, die sie ausgegraben haben. Mal sehen, was für ein Herzloser erscheinen wird. Vielleicht der. Ja, das muss er sein, weil er die letzte ist. Oh, wer ist denn da? Kuckuck! Nichts? Gibt es keine Verbindung? Aber warum erscheinen die Herzlosen immer, wenn sie die Truhen ausgraben? Das liegt an Hooks Aura. Außer er ist es, der Kerl in Rot. Vielleicht steht er in Verbindung mit den Herzlosen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mal sehen, was die beiden vorhaben. Wie jetzt? Findet ihr von nix. So nicht. Kein Bock zu kämpfen. Einfach mal schnell zu denen. Grab weiter, Smee. Ei, Captain. Ja, werde wieder Bauer. Sauer, meine ich. Und da ist mein guter Kumpel. Was? Noch ein Herzloser? Was machen wir jetzt, Captain? Das sieht übel aus. Lauf, Smee. Und wie, Captain? Achso, und wie, Captain? So. Da ist mein Big Friend. Oh, jetzt weiß ich, warum das scheiße ist. Ah, Blitz ist effektiv bei denen. Ich versuche doch gar nicht, seinen Kopf zu treffen. Versuch doch gar nicht, seinen Kopf zu treffen. Was ist sein Problem? Okay, komm. Ich muss eher seinen Schwanz angreifen. Ich glaube, ich habe das falsche Schlüsselschwert für diesen Kampf. Kommen die Teile noch hinter mir? Ich weiß nicht. Okay. Yeah.
weiß ich wieder, warum ich diesen Kampf so gehasst habe. Das ist der Grund dafür. Schüsselschwert ist so beschissen, Mann. Ich warte meine Runde hier. Kampf so sehr hasse. Es gibt auch später noch einen Kampf, der so fast ähnlich ist. Und das ist ein Bossfight, auch noch ein extremer Bossfight. Ich warte mal hier. Okay, ich hab ihn bald. Hier dreh dich mal um. Deswegen ist es am besten hier auf dem Boden zu bleiben, sonst in der Luft trifft euch die Attacke extremst. Lange genug gedauert. Er war also... Ach, wir sehen uns im nächsten Part.